Hi, heute ist Sonntag, der, ich glaube, 29. Oktober. In ungefähr einer Stunde bis anderthalb werde ich abgeholt. Dann fahren wir zu unseren Eltern und dann gibt es leckeres Bananenbrot. Ich bin schon fast fertig, ich muss mich dann nur noch umziehen. Das sind so meine Zuhause-Klamotten und meine Haare noch so ein ganz bisschen machen. Ja, das wird ja bald wegfallen. Ich habe auf Insta Stories schon erzählt, ich habe sie mir jetzt noch einmal ein bisschen nachschneiden lassen. Ich habe sie ja noch ein paar Wochen. Und ich werde dann vielleicht in 2, 3 Wochen nochmal hingehen zum Friseur und werde mir irgendwie ein Pixie schneiden lassen oder so. Damit dann, wenn die anfangen auszufallen, nicht irgendwie so lange Dinger überall rumliegen und was weiß ich, meinen Abfluss verstopfen und so. Das ist aktuell der Plan. Hoffen wir, das funktioniert auch alles so. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, nachdem der Port eingesetzt wurde, bis man die erste Chemo überhaupt hat. Vielleicht muss das ja dann auch erst verheilen. Ich zeige immer auf die Seite. Ich weiß gar nicht, ob der da oder da eingesetzt wird. Das erfahre ich wahrscheinlich morgen. Morgen am 30. ist mein Aufklärungsgespräch in der Chirurgie. Und ja, das ist dann so bisschen wie ein Startschuss für die nächste Woche. Da kommen ganz viele Untersuchungen auf mich zu. Wenn ich dran denke, werde ich nervös. Deswegen versuche ich die ganze Zeit nicht so viel dran zu denken. Ich will mich ja auch nicht verrückt machen. Ich wurde gebeten, über Instagram zu erzählen, wie ich diesen Knoten entdeckt habe. Ich dachte, das hätte ich schon erzählt in dem ersten Video. Ich bin aber nicht sicher und ich möchte es mir nicht angucken. Also ich möchte mir mein Video nicht selbst nochmal angucken, weil dann kommt, das ist zu viel für mich. Also, das war wie gesagt der Samstagabend, das weiß ich, dass ich erwähnt habe. Das war ein Samstagabend. Ich wollte mich mit Selbstbräune einschmieren, habe mich ausgezogen und habe dann, ich weiß nicht warum, genau an diese Stelle halt gefasst, wo der Knoten ist. Ich weiß, wie gesagt, nicht, warum ich da genau dahin gefasst habe, aber ich habe es halt getan und dann habe ich halt gemerkt, dass da irgendwas ist, was da sonst nicht war, und habe dann erst mich nicht getraut, nochmal dahin zu fassen, weil ich dachte, oh mein Gott, was ist das? Aber habe dann halt doch nochmal getastet und das war definitiv halt irgendwie so ein Knubbel, irgendwas. Da es ja Samstagabend war, konnte ich nicht viel machen. Hab dann bis Montag gewartet, bei meiner Frauenärztin angerufen. Die hatten irgendwie nur nachmittags auf, weil das ist so eine Zweierpraxis und die eine hatte Urlaub und die nachmittags, die für mich quasi zuständig ist, die war halt nachmittags da und dann musste ich halt warten den ganzen Montag bis Nachmittag. Dann habe ich versucht da anzurufen, irgendwie gefühlte 30 Mal, bis ich jemanden am Telefon hatte. Hab einen Termin gekriegt für Dienstag früh, die haben das abgetastet. Die haben nicht, die hat. Meine Frauenärztin hat das dann Dienstagmorgen abgetastet. Hat das auch gefühlt. Hat mich dann zum Ultraschall überwiesen. Ich glaube, da habe ich am Mittwoch, glaube ich, direkt einen Termin gehabt. Dann wurde dort Ultraschall gemacht und die waren sich halt nicht sicher, was das jetzt genau ist. Also das war unklare Diagnose. So. Also wurde ich halt nochmal, musste ich nochmal wiederkommen für diese Stanzbiopsie, wo die halt mit dieser komischen Kanüle, Pistole, was auch immer, da rein bis zum Knoten pieksen und dann klackt das ganz laut. In dem Moment wird halt eine Probe entnommen. Das machen die 5-mal. Das ist unangenehm, das ist aber betäubt. Danach ist es auch unangenehm und es kann blau werden, aber es ist. Man kann das überleben. Ich meine, ich sitze hier und quassel mit euch, also kann man das durchaus überleben. Das ist nicht so schlimm. Es ist halt unangenehm und es zwackt und brennt und naja, aber es ist machbar. Dann musste ich halt aufs Ergebnis warten. Das kam dann und dann wurde mir halt mitgeteilt, dass es tatsächlich bösartige Zellen enthält und da halt was gemacht werden muss. Die Ärztin hatte gehofft, mit mir zusammen, dass es einfach rausgeschnitten wird und dann ich vielleicht Bestrahlung kriege und dann ist gut.
dann musste ich ja hier ins Brustzentrum, um das halt nochmal irgendwie abzuchecken. Und die haben halt noch zwei, eigentlich haben die drei gefunden, aber einer war okay. Und also die haben halt noch dreimal eine Standsbiopsie gemacht. Mir liefen auch die Tränen, weil das war halt, es wurde immer unangenehmer. Also ich habe nicht wegen den Schmerzen, sondern einfach nur wegen dieses Drucks, wegen dieser Anspannung, glaube ich, liefen. Also ich habe nicht, ne? Egal. Ich weiß jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau, was das für mich heißt. Ich muss warten bis zum 2.11., da muss ich da nochmal hin. Und dann wird mir gesagt, was das jetzt heißt, ob das irgendwas an meiner kommenden Behandlung verändern wird oder ob alles gleich bleibt und die sagen, ja, ob es jetzt einer ist oder drei, die Behandlung bleibt die gleiche. Weiß ich jetzt noch nicht. Das ist der aktuelle Stand. Ich versuche immer alles zu erzählen, wenn ihr Fragen habt. Ich versuche das dann immer lieber in diesen Videos zu beantworten, weil das einfacher ist, als jede Nachricht einzeln zu beantworten. Und ich kriege ja manche Nachrichten, manche Fragen mehrfach. Dieses Wochenende war bis jetzt okay. Das einzige Problem, was ich zurzeit habe, ist wirklich, dass ich nicht so gut schlafe. Also wenn ich schlafe, schlafe ich, aber ich werde sehr früh wieder wach und kann dann auch nicht mehr weiter schlafen. Weil das Erste, wenn ich wach werde, die ersten Gedanken sind halt Perücken, Haare, Augenbrauen, Untersuchungen und sowas alles. Und dann kann ich halt nicht weiter schlafen. Und ich esse schlecht. Ich überlege gerade, ob noch eine Frage war, aber mir fällt jetzt gerade keine ein. Also wie gesagt, da mein aktueller Stand ist Chemo und hoffen, dass die Dinge einfach schrumpfen und wegschrumpfen und ich dann gar keine OP mehr brauche. Beziehungsweise ich denke mal, dass ich in der Achselhöhle bei dem Lymphknoten auf jeden Fall eine OP haben werde, weil die da einen Clip gesetzt haben. Und das werden die ja nicht gemacht haben, wenn die denken, ach, dann müssen wir dann nicht mehr operieren. Keine Ahnung. Wie gesagt, sobald ich Neuigkeiten habe, melde ich mich entweder hier oder auf Insta-Stories. Und jetzt muss ich niesen und essen. Bis bald, bleibt gesund. Ach so, eine Sache noch, ne? Wenn euch jemand erzählt, ich habe Brustkrebs, dann ist es nicht hilfreich, wenn ihr antwortet, oh ja, ich hatte meine Tante, die hat das auch, die ist dran gestorben. Sowas möchte man in dieser Situation nicht hören. Nicht hilfreich. Nope.